Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister, Hohes Haus, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir wieder zurück. Wir besprechen ein paar Anträge, die im Landwirtschaftsausschuss bearbeitet worden sind. Und zwei davon sind aus meiner Sicht besonders erfreulich, weil sie nämlich aus der Feder von uns NEOS stammen, aber dann in inhaltlicher Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg dann auch gemeinsam abgestimmt worden sind. Also beziehungsweise werden wir sie heute gemeinsam abstimmen und auch gemeinsam beschließen. Und das freut uns natürlich. Der erste Antrag, um den es da geht, und das ist ein sehr, sehr wichtiger, da geht es um die Versorgungssicherheit. Und warum haben wir das gemacht? Es ist eigentlich, glaube ich, schon gut aufgefallen, dass trotz der Krise die österreichische Landwirtschaft und der Handel es wirklich geschafft haben, dass kein Zweifel an der heimischen Versorgungssicherheit aufkommt. Es hat zwar leere Regale gegeben, aber das war dann eher das Klopapier. Und ansonsten hat das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und da möchte ich natürlich auch meine Hochachtung den österreichischen Landwirten und Landwirtinnen zukommen lassen. Und man muss aber trotzdem sagen, ein kleiner Beigeschmack ist schon dabei, weil die Regierung hat es ihnen nicht so leicht gemacht dabei, weil natürlich hätte es Erntehelfer gebraucht und die braucht es auch jetzt noch. Ich habe gerade letzte Woche wieder mit einem Gemüsebauern aus der Gegend gesprochen. Und natürlich, so toll es ist, wenn man jetzt die Menschen in Österreich auffordert, dass sie sich hier zur Verfügung stellen und diese Landwirte unterstützen, so schwierig ist es dann auch. Weil was man natürlich schon sieht, und der Bauer hat es ganz gut beschrieben, er hat gesagt, er kriegt halt jetzt Anrufe von Menschen, die sagen, sie können hart arbeiten, sie gehen ins Fitnessstudio. Und am Samstagnachmittag hätten sie ein paar Stunden Zeit zum Spargelstechen und ob sie dann vielleicht auch einen Spargel mit nach Hause nehmen dürfen. Also ich meine, man schmunzelt jetzt natürlich, wenn man solche Geschichten hört, aber letztendlich zeigt es dann doch sehr klar, wie weit eben dieses Bild der Landwirtschaft wirklich nicht mehr in den Köpfen der Menschen ist. Also diese Realitäten, die klaffen wirklich auseinander. Ein Bauernhof ist kein Ponyhof, das ist harte Arbeit und es braucht Wissen und es braucht Skillset, um das gut zu machen. Was aber wiederum sehr positiv ist, und da möchte ich mich bei den Kollegen von den Grünen auch ausdrücklich bedanken, dass sie hier einen ganz, ganz wichtigen Aspekt auch noch aufgenommen haben in diesem Antrag, und da geht es um den Bodenverbrauch. Und mein Kollege Michi Bernhard hat es ja vorhin schon gesagt, das ist etwas, was uns NEOS wirklich am Herzen liegt. Und Bodenverbrauch ist ein Riesendrama. Wir sind nach wie vor an der europäischen Spitze, leider muss man sagen. Wir verbauen jeden Tag 12 Hektar Grund. Und seit den 60er Jahren, meine Damen und Herren, und das muss man sich wirklich überlegen, seit den 60er Jahren haben wir ca. 270.000 Hektar Ackerland verloren und über eine halbe Million Hektar an Grünland. Und das ist natürlich dramatisch. Es ist dramatisch für die Produktion, aber es ist natürlich auch dramatisch vor allem für die Biodiversität. Und wenn wir wissen, dass es 70% weniger Insekten gibt, dann hat es natürlich riesige Auswirkungen auf die Biodiversität. Und natürlich ist diese fehlende Grünfläche ein Riesenthema. Und da passt es natürlich auch ganz gut, dass es einen weiteren Antrag von uns gibt, von uns NEOS gibt, der auch heute gemeinsam hier beschlossen werden wird. Das ist besonders wichtig, und da geht es um die deutliche Reduktion von Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Auch den werden wir heute gemeinsam beschließen, und das freut mich wirklich sehr. Und zum Schluss möchte ich aber noch einen anderen Gedanken ausführen, weil es im Landwirtschaftsausschuss aus meiner Sicht ein bisschen eine eigenartige Stimmung dann am Ende des Tages schon war. Es ist natürlich wirklich, wirklich verdammt verlockend, in so einer Krise von dieser landwirtschaftlichen Autarkie zu träumen. Aber Krisenresilienz heißt viel, aber es heißt nicht Abschottung. Und ganz im Ernst, auch die landwirtschaftlichen Betriebe profitieren ja davon, dass wir hochqualitative Produkte in den Export geben, und da wird ja auch sehr viel Wertschöpfung geschaffen für Österreich. Und selbst unsere österreichische Esskultur ist ja nichts anderes wie europäisch. Ich meine, wenn man uns anschaut, dass es vom ungarischen Gulasch bis hin zu den böhmischen Mehlspeisen oder auch den Nockeln, die ja nicht zufällig wie Gnocchi klingen, dass das alles europäisch ist, dann muss man schon auch ein bisschen europäisch denken. Und wenn wir wirklich uns für Krisen wappnen wollen, dann müssen wir mit unseren europäischen Partnern zusammenarbeiten. Österreich war und ist immer dann am stärksten, am resilientesten, am wohlhabendsten, wenn es über den Tellerrand schaut und nicht chauvinistisch agiert. Also, Regionalität ja, aber nationale Kleingeisterei eben nicht. Und ganz ehrlich, mir persönlich ist es vollkommen wurscht, ob die Biomilch von der Kuh in Scherding kommt oder von der Kuh in Passau. Vielen Dank.